Klar laufen lustige Clips immer gut im Netz. Was passiert aber, wenn einer den Spaß partout nicht mitmachen will? Er ist das Über-Meme, der Herrscher des Internets. Er tanzt nicht zur Musik, die Musik tanzt zu ihm. Der Techno-Viking ist Web-Kulturerbe und hat jetzt seine eigene Doku. Jeder kennt das Video, wo... Bitte? Dürfen wir jetzt den Techno-Viking nicht zeigen? Ich würde mal davon ausgehen, dass dann der Anwalt vielleicht gegen den Fernsehsender aktiv was unternimmt. Weil es ja schon das Urteil gibt, muss es dann wahrscheinlich noch nicht mal einen Prozess geben, sondern die Sache ist dann relativ klar, dass die da einen Rechtsbruch begehen. Rechtsbruch. Weil wir ein Video aus dem Netz zeigen. Von vorne bitte. 8. Juli 2000. Die Fuck Parade tanzt gegen die Kommerzialisierung des Techno durch Berlin-Mitte. Der Videokünstler Matthias Fritsch dokumentiert die Parade und stößt dabei auf ein Prachtexemplar der Körperbeherrschung. Aus rechtlichen Gründen hier schwarz eingefärbt. Hier auf der Höhe von dem Schuhladen, in dem damals ein Fahrradladen drin war, habe ich mich dann auf den Truck gesetzt und da lief dann ungefähr so über so eine Distanz von 20, 30 Metern im Prinzip diese ganze 4-Minuten-Sequenz ab. Am Anfang steht das Anrempeln einer jungen Frau durch einen Unbekannten, der dann vom Techno-Viking zurechtgewiesen wird. Was folgt, ist die legendäre Tanzperformance, die Fritsch ins Netz stellt. Ich habe ja diese Sequenz genau aus dem Grund nicht bearbeitet, damit dann die Frage gestellt wird, ist das echt oder ist es nicht echt. Nur, dass ich das gemacht habe, hat ja 7 Jahre zu gar nichts geführt, außer dass es jetzt im Kunstkontext existiert hat. Aber dann musste es erstmal eine andere Person geben, die das Video dann von mir rauskopiert, irgendwo anders hin verlinkt und dann wieder andere Leute, die darauf aufmerksam werden, darüber reden, das mit ihren Freunden teilen, sodass dann irgendwann wirklich so ein Schneeball-Effekt losgetreten wird. Genau das passiert. 2007, Jahre nach der Glanzperformance, wird das Video plötzlich millionenfach geklickt. Der Tänzer bekommt vom Netz den Namen Techno-Viking verpasst. Es folgen Tausende von Huldigungen, Remixen, Zeichnungen und Nachahmungen. Once you start wielding the Techno-Viking power, you just gotta let it come through you, however it comes through you. It's not about imitation. Im Moment ist es so, dass immer noch wirklich total unglaubliche Reaktionen auf das Video erfolgen. Also zum Beispiel die krassesten Reenactments, die sind nicht irgendwie von 2007 oder 2008, als das Video viral wurde, sondern die sind 2015 produziert worden. Nur einem wird das Ganze zu viel. 2009 verklagt der Techno-Viking Fritsch auf Unterlassung und Schadensersatz. 2013 verliert Fritsch vor Gericht und darf den Tänzer fortan weder im Netz noch auf seinen Ausstellungen abbilden. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Gerichtsprozess gezeigt hat, wie wenig Ahnung die Richter überhaupt von zeitgenössischer Kunst haben. Ein Kunstwerk ist ja immer eine Setzung. Und leider haben die Richter das nicht so richtig verstanden. In Berufung zu gehen, erscheint Fritsch aussichtslos. Er entscheidet sich für ein Crowdfunding, um die Geschichte in einer Doku aufzuarbeiten. Jetzt ist The Story of Techno-Viking als kostenloser Stream erschienen. Darin geht Fritsch unter anderem der Frage nach, ist ein Recht auf Vergessen in der heutigen Zeit überhaupt durchsetzbar? Let's show the world this awesome story. For free culture. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Diskurs, der angetreten werden muss. Und ich glaube nicht, dass es jetzt besser ist, das vor Gericht zu verhandeln, sondern es ist was wir in der Gesellschaft besprechen müssen, um da so langsam Schritt für Schritt irgendwie eine Regelung zu bekommen. Eben. Über sowas muss man doch reden können, oder? Leider gab es nie eine Gelegenheit, mit ihm persönlich zu reden. Es musste immer alles über die Anwälte gehen. Also ich kann das jetzt auch hier vor der Kamera nochmal sagen. So, ey, wenn du mich gerade hörst, ich würde mich wirklich gerne mal unterhalten. Und ja, leider, ich hätte echt gerne mal die Gelegenheit gehabt. Aber leider war da eine komplette Sperre. Na dann, bitte melde dich, Techno-Viking. Und mögest du auf immer weiter tanzen.